Wenn man Koch auf Wish bestellt, ne, wie war das? Quasi ah! Das nächste Mal, wenn wir kochen, werden wir Pietro Lombardi dazu holen. Nein! Das ist... Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine jungen Freunde. Willkommen zum Stream. Einen Wunder. Ich bin raus. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum heutigen Kochstream. Wir machen heute Folgendes. Wir spielen PUBG. Leute, wir spielen auf jeden Fall, wir spielen heute gar nichts, wir kochen. Wieso spielen wir nichts? Wir spielen an uns gegenseitig rum, komm, fang an. 911, what's your emergency? Wir machen heute Veggie-Chili, meine Freunde. Wir fangen an mit Händewaschen, ne? Ganz wichtige Nummer. Auf jeden Fall. Daniel? Ja, jetzt übertreibst du nicht. 1, 2, 3. Nein, das ist viel zu viel. Nee, du weißt gar nicht, was zu viel zu viel ist, weil du wohnst auf einem Dorf und das kann ich nicht ernst nehmen. Die Cocktails heute werden komplett gefreestylt, ja? Oh, Bro, das ist ein Korken. Ja, natürlich ist das ein Korken. Oh. Oh, okay. Ja, das Ding hat auch locker 40%. Wie viel hat Cognac? 45, Dicker. Ja, was okay. Du? Ich habe noch nie in meinem Leben Cognac getrunken. Wir probieren jetzt einfach mal, okay? Ja, sehr gut. Das verfliegt so ein bisschen, ne? Ne, ist gut. Ist stark. Schallert rein, ne? Geil, Alter. Da sollten wir wenig von nehmen. Da sollten wir richtig viel von nehmen. Also, wir machen heute ein veganes Chili. Vegetarisch, oder? Da kommt ja schon ein bisschen Sour-Cream Chili, und so rein. Ja, aber das Chili an sich ist sogar vegan. Ganz einfach, Chili kann man echt gut freestylen. Also, ihr nehmt euch Paprika, bratet die mit ein bisschen Zwiebeln an. Das hier ist übrigens Tomatenmark dazu. Tut mir leid, dass ich immer dazwischen rede. Das passiert ständig. Passt auf, das ist also, nicht glaube, ich will ganz kurz erklären, was ich mache, okay? Also, ich nehme jetzt einfach mal 2 cl Cognac, 2 cl Orangenlikör, dann 4 cl Orangensaft, 2 cl Mangosaft und Eis und Orangenstücke. Das ist mein Plan. Vielleicht eine Prise Zimt dazu. So auf Tequila Sunrise mäßig, weißt du? Hast mir ins Gesicht gespuckt. Dankeschön. Perfekt, du bist wieder dran. Ja, auf jeden Fall, Chili kann man recht einfach freestylen. Also ja. Ihr nehmt euch quasi, geil, hier, wenn mal. Du jetzt nicht die Fresse hältst und aus dem Bild gehst, wenn ich rede. Probier das mal. Das ist der Likör. Nein. Der hat auch 20. Leute, ihr wisst nicht, was ich hier mitmache. Ich werde nicht bezahlt und muss mir die Scheiße hier geben mit dem Typen und seit Wochen vorspielen, dass wir bestes Freunde sind. Auch nicht lecker, oder? Hashtag Free Daniel. Mm. Leute, Hashtag Free Daniel in Chat. Danke. Also, ich fange nochmal ganz von vorne an. Chili kann man echt gut freestylen. Das heißt, ihr nehmt Paprika, schneidet die kleinen Zwiebeln klein schneiden, das Ganze in der Pfanne anbraten, ein bisschen Tomatenmark dazu. Natürlich klar, wenn ihr Hack reinpacken wollt, also erstes Hack, Zwiebeln und so. Ein bisschen kochen lassen, würzen, ein bisschen Chili-Pulver dran. Wenn ihr wollt, natürlich klar, gerne auch scharf. Dafür haben wir hier so 2 kleine Chilis. Gerne scharf, die werden dann auch mit vorher angebraten. Oder halt, wenn ihr Bock auf nur Chili-Pulver habt, dann halt nur Chili-Pulver. Salz, Pfeffer, Gewürze. Eine Reibe? Bisschen einkochen lassen. Durch das war's. Und dann machen wir dazu eine Käsesoße, wie im Kino, Nachos mit Käsesoße. Mehlschwitze, einfach dann Cheddar-Käse rein, das Ganze schön auflösen lassen. Wenn ihr Bock habt, so Jalapenos rein, dass das ein bisschen eine Schärfe kriegt, so eine leichte Säure. Und was man auch reinpacken kann, ist natürlich Knoblauch. Wir haben jetzt hier, das ist ein Longhatten Malibu Cocktail. Nee, das ist, ich nenne ihn Orangio Manjo. Halt deine Fresse. Der riecht schon mal scheiße. Aber schmecken tut doch geil. Findest du nicht gut? Nicht wirklich. Also, wie nicht wirklich? Ist halt nicht schlecht, aber er schmeckt halt einfach nach Wasser. Halt still hier, du dummes Arsch. Ja, aber. Okay. Schmeckt nach Arschwasser. Ich habe mich entschieden für das Incredible Hack von Garden Gourmet, ja, weil ich nämlich die Incredible Burger kenne. So. Das ist ja die größte. Das ist ja. Ey! Das ist der. Ey! Guck mal hier. Das ist ja wohl die größte Verarsche. Schaut mal hier. Man denkt, das ist voll und dann. Was soll das? Das ist halt eine richtig gute Farbe. Oh, ist das Chili? Ist ja, die scharf, glaubst du? Nee, das fand mittelscharf. Okay, scharf. Ich probier. Ich kann so einen Cocktail mit Chili vielleicht machen. Ich gehe ganz crazy, Alter. Chili, Urin, das war's. Aber mich verurteilen wegen Jägermeister mit Sojasauce? Das ist dein Ernst? Komm, guck's dir an. Ist schon halt weird, sowas, ne? Von unsexuell, ne? Digga, das ist... Ich will es mit der Hand anfassen, weil ich finde das sexuell erregend und ich möchte mir eine Frau daraus kneten und meinen Domian, bitte hilf mir. Du musst das Zeug in eine glühheiße Pfanne packen, damit du direkt eine Kruste dran hast. Du bist der letzte Muskel. Das muss erstmal... Nee, du hältst jetzt einfach mal die Fresse. Das wird erstmal in der Pfanne kurz mit Öl benutzt. Geil, du wirst in der Pfanne mit... Das ist ja... Das ist ach, so jetzt ruhst du zu gut, ja. Das wird zuerst... Wirklich?
Zuerst in der Pfanne mit Öl benetzt. Damit wir da schon mal ein bisschen Fett. Hier koche ich nie wieder. Ein bisschen Fett dran haben. Ein bisschen Fett, so. Das Öl muss jetzt erstmal ein bisschen mit dem, mit dem Hack wirken. Das ist ja, das kennen viele Leute nicht, weil es ja veganes Hack ist, so, das ist ja was anderes. Aha. Anfetten muss es. Danke, Chat. Anfetten muss es Hack. So, jetzt kommt der Rest rein. Und ihr hört schon, Leute, es bildet sich ja sofort eine Kruste hier, weil es ja heiß genug ist jetzt, die Pfanne. Das habe ich ja eben abgecheckt. Ja. Also Leute, das Problem ist bei manchen von diesem Veggie-Hack, das hält halt nicht die Form. Wenn man das jetzt quasi lange in den Chili mit anbraten würde, so wie man das halt mit Fleisch macht, normalerweise, wird das irgendwann so ein bisschen matschig, wird kleiner und verliert halt einfach die Form. Wird einfach richtig eklig. Deswegen braten wir das getrennt an und schmeißen das nachher in das fast fertige Chili mit rein. Wichtig ist, dass man hier nochmal nachfettet, ne? Kannst du mal aufhören, das die ganze Zeit einzufetten? Digga, ich kann nicht aufhören. Ich finde Fett so geil, Alter. Ich. So. Da fällt einem auch nicht viel zu ein. Nein. Ey, ich mach die ganze Zeit den Herd. Die Hand nicht auf die Steuerung, du Spinner, Junge. So, jetzt mal hier. Also, Leute, das Hack, es ist vegan, aber auch geil. Vegan ist nicht immer ungeil. Okay, es ist doch nicht vegan, das Chili, weil wir packen Butter rein zum Anbraten. Das Ding ist, ihr müsst euch eins merken, man denkt immer, vegan ist nicht geil, weil klar, wir haben alle bei vegan Simon Unge im Kopf. Aber ich möchte ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass Simon Unge mir noch 3000 Euro aus einem Livestream schuldet. Das ist eine ganz, ganz ekelhafte Nummer. Ja, es ist so. Pass auf, Folgendes passiert ist. Wir haben jetzt also das Veggie-Hack gebraten. Die Butter wird gerade angeschmolzen. Und jetzt braten wir das Gemüse ein bisschen im Topf an. Also wichtig ist, dass man das ganze Zeit rührt. Ja, wir packen noch ein bisschen von der Libido dazu. Oh, rein mit der Libido. Das geile Gleitgel. Das schmeckt. Einzige Chat, wer schon mal Gleitgel gemacht hat, gegessen hat. Ich, bei dir. Ich hab Erdbeergleitgel einfach in meinen Mund getan. Oh ja, das war eklig. Er hatte Gleitgel zu Hause mit Erdbeergeschmack. Und ich als normal denkender Mensch. Ganz kurz, größter Fehler des Lebens. Das war Kirschgeschmack und es war richtig ekelhaft. Und ich als normal denkender Mensch denke mir, okay, stopp. Es hat einen Geschmack, also muss ich das probieren. Also sorry, open-minded ist was anderes. Open-minded ist für mich derjenige, der Gleitgel frisst. Dann machen wir eine gute Mehlschwitze. Boi. Ey, Mehlschwitze ist aber auch so ein Allmann-Ding, oder? Mehlschwitze ist einfach nur der deutsche Name für eine Bechamel-Soße, also von daher. Es heißt Bechamel im Französischen. Wir Deutschen, das ist eine Mehlschwitze. Ja, weil du halt Mehl anbrätst. Deswegen, ich weiß nicht, was da jetzt das Problem wieder bei dir ist. Ich möchte übrigens an der Stelle hier nochmal ganz kurz betonen. Das nächste Mal, wenn wir kochen, nach Corona, also sobald Corona vorbei ist, werden wir Pietro Lombardi dazu holen. Das soll keine braune Soße doch, sein. Doch, halt doch einfach den Mund, du hast doch keine Ahnung, du Kachpe. Das sieht so schlecht aus. Du hältst einfach deinen Mund. So, jetzt haben wir hier die Tomaten von Mutti, Alter. Wir haben eine Dose von Mutti, die anderen sind von Rewe. Eine Dose von Mutti, die anderen von Rewe, okay. Und rein. Also quasi... Beeil dich doch, du musst die anderen... Hallo! Ja. Hör mal auf, das Also eine Mehlschwitze ist quasi Butter in der Pfanne heiß werden lassen, Mehl rein, das Ganze umrühren, ein bisschen anbräunen lassen, nicht viel, ein bisschen. Also Chili ist ja wirklich damn einfach. Wir haben hier auf jeden Fall Sonnenmais, der gehört auf jeden Fall da rein. Wenn das jetzt ein bisschen einkocht, so eine Stunde. Bitte? War ja klar, wieder keine Ahnung vom Leben, Junge, ne? Digga. Können wir mal den Koch fragen? Also, der Koch, wie lange muss das einkochen? Welche Gewürze tut ihr dort rein? Wir haben hier Chiliflocken, Paprika edelsüß, Salz, Pfeffer und da hinten ist noch so ein bisschen Paprikapaste. Und die schwarzen Bohnen müssen auch noch rein, die Kidneybohnen auch. Wenn man Koch auf Wish bestellt, ne, wie war das? Wenn ihr so eine schöne Käsesoße haben wollt, ist ganz einfach. Ihr macht eine Mehlschwitze, also Mehl in die Pfanne. Butter in die Pfanne. Ruhe jetzt! Butter in die Pfanne. Dann wird das Ganze mit ein bisschen Mehl abgelöscht. Quasi, auch wenn das jetzt wahrscheinlich der falsche Fachterminus ist, aber ist egal. Dann packt ihr da Milch zu, bis das Ganze so eine leicht flüssige Konsistenz hat. Und dann könnt ihr einfach Käse reinschmeißen. Und dann habt ihr jetzt quasi hier sowas. Wenn das ist jetzt Chili hier, beißt die jetzt ab. Die sind nicht scharf, guck. Ja, aber ich werde das nicht abbeißen, nur aus Corona. Digga, das ist nicht scharf. Beiß die ab. Das ist zero scharf. Kannst du beim Rewe noch irgendwas Scharfes kaufen, bitte gehen? Bitte, geht ein bisschen säuerlich, aber so. Geht Tabasco und hartes Chilipulver kaufen, bitte. Ich gebe dir auch 1 Euro dafür. Zusätzlich dazu kommen noch Kidneybohnen da rein. Pass auf, warte. Die ist nämlich auch würzig. Nee. Nein. 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 Hau ab. Willst du nein. Das nein. Für wie viel Euro würdest du das nein. Trinken? Für wie viel Euro? Nein. Wir trinken beide. Nein, wir trinken. Nein. Das ist. Aber hier sind noch Chiliflocken. Da kannst du reinhämmern. Ich esse jetzt eine ganze Hand davon, okay? Guck mal, meinst du, das ist scharf? Schon. Lass schön im Mund, nicht runterschlucken. Schön drauf rumkauen. Weiter kauen, einfach weiter kauen. Kauen, einfach kauen. Nicht runterschlucken. Nee, du hast runtergeschluckt. Du hast runtergeschluckt. Oh! Was hast du erwartet? Es ist medium scharf. Es ist wirklich auf die Masse gesehen. Hol bitte Tabasco, wirklich.
Oder so Ghost Chili. Digga, das ist schon okay. Ja, wahrscheinlich eine Ghost Chili. Ich will das, ich will 100.000 Scoville. Digga. Digga, das muss eine Chili-Käsesoße sein. Da fehlt vor allem, könnt echt noch mehr Käse rein. Da sind Bröckchen drin in dem Käse. Deine Mehlschwitze ist Much. Das ist eine Muchschwitze. Wie schwer ist die Freundschaft mit Rewe, Daniel? Ein Kilogramm. Und wenn ihr quasi keinen Cheddar kriegt oder keinen anderen Käse kriegt, dann könnt ihr Schablettenkäse nehmen. Dann müsst ihr das vor allem auch nicht so färben. Wir haben es jetzt mit dem Paprikapulver ein bisschen eingefärbt und man sieht jetzt, hat halt wirklich so diese schöne, ja, orange Farbe. Digga, wir werden von diesem Chili 3 Jahre lang speisen. Nicht nur 3 Jahre speisen, auch vier Jahre lang scheißen. Weil, oh, da freue ich mich auch. Ja, da freue ich mich schon auch. Ne? Digga, Chili ist ja wirklich tamm einfach. Ja, natürlich. Und dementsprechend würde ich sagen, Leute, ein bisschen Tabasco. Achtung, Chili-Test. Jetzt fängt es kommt so. Ah, es ist so heiß. Willst du nicht erstmal das Hack noch mit reinschmeißen? Ist scharf. Boah, mach mal die Käsesoße aus. So, dann kommt jetzt noch das Hack dazu. Und dann sind wir nämlich auch schon da, liebe Freunde. Digga, Alter, das ist eine richtig geile Pampe hier. Digga, das ist ja wirklich Killer. Ist ein Sriracha einfach da rein? Wir haben ja die Möglichkeiten. Ich sag dir, das Sriracha wird jetzt. Nee, von der Schärfe her würde ich gar nicht sagen, dass das extrem du fehlt, sagst aber. Es. Wie scharf isst du gerne, David? Aber von der Schärfe her ist noch in Ordnung. Mehr hey, sagst gut. du, dann mehr. Ich find's gut. Dann noch ein bisschen ich mehr. Ich find's gut. Gut heißt, dann dass man aufhört. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass sich die Schärfe löst. Deswegen kriegt man nämlich auch viel Milch. Alter, das ist so geil. Das ist richtig. Oh. Jetzt ist es geil. Jetzt ist es wirklich geil jetzt. Pass auf, probier. Oh, Digga, das brennt richtig geil, Alter. Oh, Danke. Boah, Digga, ich glaube, ich habe Durchfall, Alter. Ich jetzt, muss jetzt schon scheißen, ne? Digga, das ist unser Nacho. Was? Unser Chili, das was ist unser Nacho, haben. Leute, da seht ihr unser Nacho. Selfmade Käsesoße, Kräuterdip und? Es ist scharf, ne? Ich hätte mehr boosten sollen. Ist geil. Es ist lecker. Mhm. Das war's auf jeden Fall im heutigen Stream. Wir haben es geschafft, ein richtig geiles 1000 Milliarden Scoville Chili zu machen. Ja, wenn ihr Ideen habt, was wir nächste Woche kochen sollen, oder in 2 Wochen, oder in 3 Wochen, oder wenn ihr einfach Ideen habt, was wir mal kochen könnten, das Leibgericht von eurer Oma, euer Leibgericht, das Leibgericht von eurer Oma, ihrem Vater, schreibt Sebastian auf Instagram oder mir. Wir versuchen uns Mühe zu geben dabei, dass wir das hinkriegen. Tschüss, tschüss. Wir sind raus für heute.